ein Jahr nach der Wahl ist Europa mehr denn je ein Wachstumszwerg und ein Arbeitslosenriese. Auf europäischer Ebene brauchen wir daher dringend Investitionen. Und genau das ist im letzten Jahr passiert, nämlich ein Investitionsplan liegt vor. Wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten möchten natürlich noch mehr Geld für kluge Projekte, damit insbesondere Jugendarbeitslosigkeit und prekäre Arbeit bekämpft wird. Ein zweites großes Thema, das uns beschäftigt, sind die Flüchtlingsströme. Europa ist umgeben von kriegsführenden Ländern und auch hier zeigt es sich einmal mehr, wie wichtig es ist, dass wir in Europa zusammenhalten, um diesem Elend etwas entgegenzusetzen und vor allem eine gerechtere Verteilung der Flüchtlinge entsprechend voranzutreiben. Und schließlich ist mein großes Thema, für mich ganz besonders wichtig, das Thema soziale und Steuergerechtigkeit. Mit dem sogenannten LuxLeaks-Ausschuss möchten wir Licht ins Dunkel bringen und endlich dafür sorgen, dass auch Unternehmenssteuern eingeführt werden auf europäischer Ebene und alles getan wird, damit das Thema Steuern in Europa viel wichtiger und viel geeinter wahrgenommen wird.